So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Weisen. So, jetzt wieder mit Amber. Immer noch diejenige, die ihre Ohren kopiert, nicht ihre Ohren kopiert, sondern die Ohren von den Hunden kopiert. Finde ich immer noch fürchterlich, ich muss mir das nochmal anschauen, ich kann das gar nicht glauben. Das ist, da bist du sofort bei mir raus, hast sofort bei mir verschissen. Warum? Von Chihuahua. Warum? Einfach, ich verstehe es nicht. Die soll mich mal bei Insta anschreiben. Und soll, wenn sie fragt, ja, Tom, wie bist du denn schon? Wer schreibt dich denn schon bei Insta an? Ich bin Jonathan. Jonathan Müller. So, egal. Aber schade, ne? Finde ich, gehört sich nicht. Finde ich, gehört sich nicht. Aber das ist schon viel cool. So ein Roller ist cool. So ein Mopeds will ich so haben. Aber nicht mit abgeschnittenen Ohren. Bei abgeschnittenen Ohren bin ich komplett raus. So, los geht's. Amber, die Tochter von Henry Fonz. Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Ich hatte eigentlich einen Termin, den musste ich kurz absagen. Stimmt, wir hatten ja einmal so ein bisschen ätzend gesprochen, damit ich mal so wiedergeben kann, was ich von abgeschnittenen Ohren halte. Danke, dass Sie sich schnell noch zurückmelden. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Also, mein Vater versucht schon seit langem etwas zu beweisen. Er ist der festen Überzeugung, dass es mehr gibt als das, was die Wissenschaft erklären kann. Dinge fernab unserer Vorstellungskraft. Gutes, aber auch abgrundtief Böses. Aber was er auch tat, seine Arbeiten ernten bei gewissen Leuten nur Spott und Hohn. Ich bin inzwischen überzeugt, dass Ihr Vater recht hat. Bis vor kurzem hätte ich ihn auch nicht ernst genommen. Dann sollte diese Leute mal die Geschehnisse aus dem Waisenhaus erklären. Unbedingt. Aber was geht da vor sich? Ist das nur alles gestellt oder nicht? Ja. Ich habe so für ihn gehofft, dass die Geschichte über das Waisenhaus endlich seinen erhofften Durchbruch wird. Er hatte so schon seinen Durchbruch gehabt. Die sogenannten Fachpresse hat mein Vater immer als Schmierfink und Scharlatan belächelt. Doch dieses Mal war er der festen Überzeugung, an etwas Großem dran zu sein. Etwas, was ihm endlich die Anerkennung verschaffen würde, die er verdient. Sein größter Wunsch war endlich, als seriöser Autor wahrgenommen zu werden. Er hat sich also wie versessen in die Arbeit gestürzt. So euphorisch hatte ich ihn zuletzt mit meiner Mutter gesehen. Nach ihrem Tod dachte ich, er wird nie wieder wie zuvor. Aber er hat ja Dings getroffen. Hier, wie hieß sie nochmal gleich? Hier, Margaret, Claudia. Ach Gott, wie heißt sie nochmal gleich? Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt. Und es heißt, oh Gott, was denn passiert? Tut mir leid, das zu hören. Was da passiert ist, geht uns erstmal gar nichts an. Anfangs war mein Vater am Boden zerstört. Aber zum Glück hat er der Norma kennengelernt. Genau, Norma. Genau, so hieß die. Ach, herrje. Aber genug davon. Wie ich schon sagte, je mehr er nachforschte, desto verschlossener wurde er. Mehr und mehr wich er meinen Fragen aus. Er verbrachte immer mehr Zeit allein in sein Arbeitszimmer. Schloss sich nächtelang ein und arbeitete. Es gibt Leute, die sollten öfters mal arbeiten gehen, tatsächlich. Ich habe mitbekommen, dass er immer mal wieder mit jemandem telefoniert hat. Oh Gott, mich nervt das schon selber. Er tat immer sehr geheimnisvoll, wenn er einen Anruf an dir hielt. Warum müssen wir so lange Stories mit Amber machen? Ich habe auch komischerweise keinerlei Aufzeichnung oder ähnliches über seine aktuellen Recherchen gefunden. Haben Sie schon sein Handy überprüft? Hat Ihr Vater vielleicht irgendwo eine Art Adressbuch, Telefonnummern, Kontakte und Sie haben keine Idee, mit wem er telefoniert haben könnte? Ich habe nichts gefunden. Was mir jedoch aufgefallen ist, im Gesprächsverlauf seines Handys waren etliche Anrufe mit unterdrückter Rufnummer.
Ja, das ist ja sehr skurril. Vielleicht ist das der mysteriöse Unbekannte, der meinen Vater zusammengearbeitet hat. Aber vielleicht ist ja auch Dr. Crow. Versuchen Sie sich zu erinnern. Hat er vielleicht meinen Namen erwähnt? Aber dafür müssten wir jetzt seine Nummer herausfinden. Gut möglich, dass er das Handy Ihres Vaters wieder anruft. Das ist gut möglich. Oder er weiß, was mit Fonzie passiert ist und ruft natürlich nicht wieder an. Aber Amber könnte dann anrufen. Aber wenn die Nummer drückt, das geht das ja nicht. Möglich. Aber darauf jetzt zu hoffen. Ich habe das Gefühl, wir verlieren wertvolle Zeit. Ja. Warten Sie. Da wäre noch etwas, das uns vielleicht weiterbringen könnte. Ich erwähnte doch das Rätsel auf der Rückseite der Notiz. Ich zerbreche mir schon lange die ganze Zeit den Kopf darüber, komme aber zu keinem Ergebnis. Okay, wenn du das nicht weißt, woher soll ich das wissen? Manchmal muss man den Blickwinkel ändern, um das Ganze zu sehen. Ein Wort kann Türen den Sternen öffnen? Kann Türen hinter den Sternen öffnen? Die Sache ist folgendermaßen. Wenn man den Blickwinkel ändert, ja, dann müsste ich ja meinen Monitor drehen, weil ich das ganze Ding ja wirklich auf dem Monitor mache, am PC. Das heißt, ich habe hier echt schlechte Karten. Der Blickwinkel ändert wäre zum Beispiel jetzt euer Handy flach hinzulegen oder von der Seite zu gucken. Und oben ist es manchmal ziemlich schwierig, weil, geht nicht. Aber ich mit meinem Monitor habe sehr, sehr schlechte Karten. So, ein Wort kann Türen hinter den Sternen öffnen. Kann Türen hinter den Sternen öffnen. Ich sehe tatsächlich, da ist ein Wort drin. Man muss, Leute, ihr müsst tatsächlich das Handy jetzt flach hinlegen. Dann könnt ihr sehen. Ich kann natürlich jetzt meinen Monitor nicht flach hinlegen, deswegen bin ich da komplett raus. Aber vielleicht habe ich immer eine Möglichkeit. Warte mal. Warte. Ich nehme meine ganze Einrichtung jetzt auseinander für euch. Scheiße, da ist, steht auch irgendwas, aber ich kann es nicht entziffern, weil ich natürlich der Angefickte bin, der jetzt tatsächlich hier vom... Warte mal, das kriegen wir gelöst. Das kriegen wir hin. Wartet nur. Wartet nur. Ja, wer ist ja der? Au, Lotte, hör auf damit! Ach, hör auf jetzt! Und? Nein, das kitzelt! Lass es sein! Hör auf jetzt! Ich kann das nicht entziffern, Leute! Wie soll das auch gehen? Ein Wort. Kacke, vielleicht kommt man darauf oder vielleicht. Ist denn da so irgendwie eine Lösung? Weil, wie gesagt, am Monitor keine Chance, das zu sehen. Ist natürlich jetzt super ätzend. Ich meine, die Amber hat ein Papier da vorne. Also sie hat die Möglichkeit, das zu sehen. Aber man sieht selber, man muss es tatsächlich irgendwie anders. Es geht nicht. Okay. Ja, ich werde mir das mal anschauen. Ich denke, es gibt gerade Wichtigeres, oder? Ich weiß gerade nicht, was das bringen soll. Da bin ich gar nicht so sicher. Achso. Mein Vater wird die Nachricht und das Rätsel ja nicht ohne Grund hinterlassen haben. Ich bin sicher, es ist wichtig, Tom G. Warten Sie mal. Wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Ja. Ein Wort kann hinter den Sternen, kann Türen hinter den Sternen öffnen. Hinter den Sternen. Mein Vater hat hier im Flur eine Sternkarte hängen. Ja, was weiß ich, was dein Vater im Flur hängen hat? Okay. Achso, warte. Die Sternkarte. Alter, ich bitte dich jetzt, ne? Da wartest doch nicht, dass wir da irgendwas von lesen können, ne? Das muss es sein. Ich melde mich gleich wieder bei Ihnen. Okay, Gott sei Dank sind wir erstmal mit dem Gespräch mit Amber weg. Offensichtlich nicht. Ah, Mika. Tomji! Ja, bitte? Mika, mein Gott, wo bist du denn jetzt? Mika, hast du Tammy gefunden? Endlich, ich dachte schon, dir sei etwas zugestoßen.
Nein! Hier! Sie muss hier irgendwo sein! Ich bin ja so froh, dass ich dich erreiche! Hast du was von den anderen gehört? Nö. Von Sandy oder von Jarek? Und wo bleiben Samu und Ina nur? Ja, die haben übrigens einen Autounfall. Ich hatte kurz mit ihnen geschrieben, aber das Signal war plötzlich weg. Jarek versucht, Sandy zu finden. Sandy scheint einfach losgelaufen zu sein. Jarek versucht, Sandy zu finden. So machen wir es. Geht uns noch ein bisschen lauter. Dann ist sie also wirklich abgehauen und hat uns hier zurückgelassen, diese Schlampe. Du hast das doch mitbekommen. Sie war völlig panisch. Ich fürchte ja. Sie wusste einfach keinen anderen Ausweg mehr und wollte Hilfe holen. Ich fürchte ja. Weil ganz im Ernst, dieses mit der Hilfe holen, das ist einfach eine reine Ausrede gewesen. Ja, ihr seht es vielleicht anders. Man kann ja das Gute im Menschen sehen. Aber nein, das war eine einfache Panikreaktion und sie hat sich verpisst. So einfach ist das. Ja, so wie jeder andere Fakt. Und ich sag mal, wo so 75% der Menschen das machen würden, die würden einfach abhauen. Ich würde jetzt sagen, natürlich nein, ich würde es nicht machen. Aber weißt du, wenn man sich in solchen Situationen befindet? Aber das ist doch verrückt. So ganz alleine? Ich hätte nicht geglaubt, dass sie ja wirklich abhaut. Aber das würde sie ja noch bereuen. Samu und Ina sind irgendwo unterwegs und suchen nach uns. Sandy und Jarek sind irgendwo da draußen im Wald. Und ich bin hier in diesem verfluchten Waisenhaus. Tja, ganz alleine mit Leon, der durchdreht. Alleine mit Tammy und Leon, die komplett den Verstand verloren haben. Die Tammy habe ich wieder vergessen. Wir wissen nicht, was mit Leon ist. Jarek und Sandy finden und dann kommen sie... Also Jarek wird Sandy finden und dann kommen sie mit Hilfe zurück. Mika, alles wird gut. Du darfst jetzt nur nicht in Panik geraten. Was? Warum verschlechtert? Hör auf, uns beiden etwas vorzumachen, Tomji. Bist du irre? Ina und Samu irren schon seit einer Ewigkeit umher und finden uns nicht. Nichts wird gut, verdammte Kacke! Alles, was hier passiert... Ina ist noch online. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Diese Geister oder was auch immer das sein mag. Sie werden uns nicht gehen lassen. Auf gar keinen Fall. Sandy hatte von Anfang an recht. Jupp. Dieser Ort ist verflucht und wir werden hier alle sterben, Tomji. Ich sterbe jetzt. Leicht. Oh, bitte, Mika, du darfst jetzt nicht die Hoffnung verlieren. Du musst Tammy finden, sie braucht deine Hilfe. Ich denke mal nicht an dich selbst immer nur. Egoistisch muss man. Aber was, wenn ich sie finde und sie mich aufisst? Was, wenn mit mir dasselbe passiert wie mit Tammy? Das ist möglich. Ich würde davon abraten, dass dir dasselbe passiert. Ich wünschte, wir wären niemals hergekommen. Aber ich kann und werde Tammy und Leon nicht im Stich lassen. Ich werde sie finden und sie hier rausschaffen. Ja, das will ich. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und wenn ich hier rauskomme, bringe ich dich um. Wenn mir etwas zustoßen sollte, rede ich nie wieder mit dir. Sag meiner Schwester, dass ich sie liebe. Ach, da gäbe es noch ein Problem mit deiner Schwester. Sie ist übrigens sauer auf mich. Mika, wie willst du das alles anstellen? Du bist ganz alleine. Das wirst du schon zu dir selber sagen. Jetzt sag nicht sowas. Ihr werdet alle daraus kommen, Mika. Ah, ich hab das was jetzt her. Mika ist offline. Schade. Okay. Okay, Ina. Tomji! Ja, was ist denn da los mit diesen... Ne, genau. Das ist richtig angekommen. Ina, endlich, was da eben passiert. Ist alles okay bei euch? Seid ihr nicht mehr ganz dicht? Was sollte das? Ina verschlechtert. Banane. Wer so eine Scheiße macht. Hä? Du denkst doch nicht etwa? Oh, doch. Verdammt, Tomji, das ging alles so schnell. Ja, da stand plötzlich dieser Kinderwagen mitten auf der Straße. Oh, die haben wirklich Unfall gehabt. Ina, da war kein Kinderwagen. Ina, auf dem Video war nichts zu sehen. Aber sieh doch selbst, Tomji. Guck mal genauer hin jetzt, ja? Oi. Straße. Kinderwagen von 1725. Ich habe mich total erschrocken und Samu ins Lenkrad gegriffen. Sowas macht man nicht. Alter, wenn Inka das machen würde. Er hat das Steuer herumgerissen.
Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber wir haben uns überschlagen. Ja, weil du... Ich kann dir genau sagen, wie das passiert ist. Du hast eine Steuer gegriffen. Ja, das ist echt Müll jetzt, ne? Oh Gott, geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Ich fass es nicht. Wie konntet ihr euch aus dem Wrack befreien? Puh, da hattet ihr aber wirklich einen Schutzengel. Wir hatten wirklich verdammtes Glück, ne? Wenn man sich das Auto ansieht, dann ist es ein Wunder, dass wir überhaupt noch leben. Gott sei Dank hatte ich so einen Notfallhammer hinter der Sonne. Habe ich auch, immer so 20 Stück. Da konnte ich meinen Gurt lösen und die Scheibe einschlagen. Ich habe dann erst mich und dann auch Sam aus dem Wrack befreit. Das ist nett von dir. Ich glaube, alleine wäre er da nicht rausgekommen. Ziemlich cool. Ich glaube, er liebt dich jetzt noch mehr als vorher auch. Oh Mann, das hätte echt schlimm ausgehen können. Aber wir sind einigermaßen okay. Ich habe lediglich ein paar Kratzer und Schürfwunden vom Airbag. Samu ist leider nicht ganz so glimpflich davon gekommen. Ja, lass ihn liegen. Hilfe kommt. Er hat sich ziemlich heftig den Kopf angeschlagen und war eingeklemmt. Hoffentlich keine Gehirnerschütterung. Er wirkt ziemlich benommen. Nein, das sind die Geister, die in der Nähe sind. Das habt Leon auch gerade und Tammy. Aber Tomji, wie ist das nur möglich? Wir hatten gerade genau den Unfall, der auf dem Video zu sehen war, welches euch vorhin zugeschickt wurde. Das sind eigenartige Mächte. Es ist schon fast wie eine düstere Prophezeiung. Bis vor ein paar Stunden hätte ich das noch für unmöglich gehalten. Ich kann das gerade selbst nicht fassen, Nina. Echt unheimlich. Und deine Sache mit dem Kinderwagen, wo kommt ihr überhaupt her? Hier gibt es keine Kinder, keine Häuser, gar nichts. Ich war zuerst total erschrocken, dachte, da liegt ein Baby. Ja. Völlig regungslos. Zum Glück war es nur eine Puppe. Aber sie wirkte so echt. Wer macht so etwas? Und dabei lag dieser Zettel, kehrt um. Es gibt ja wahrscheinlich Menschen, die es wirklich so etwas. Da ist das gar nicht mal so, sage mal schnell, so unwahrscheinlich mit dieser Verschwörungstheorie. Ich denke mal, welche, das sind Menschen am Weg, aber warum ein Waisenhaus? Warum sollte man da irgendwas machen, was sowieso keinen Schwanz interessiert? Ne, so Verschwörung. Wenn da wirklich Menschen. Ich meine, das wird wahrscheinlich ein Mensch gewesen sein. Mit eine Puppe reingelegt. Ja, ich denke nicht, dass Geister kehrt um. Wisst ihr, dass Puppen eigentlich total scheiße sind? Genauso wie Clowns. Die sieht voll echt aus, wie ein echter Menschenpuppenkind. Oh mein Gott, die sieht tatsächlich verdammt echt aus. Wer macht denn sowas? Stellt einen Kinderwagen mit einer Puppe mitten auf die Straße. Kehrt um, creepy. Bam, badam, badam. Übrigens, Orphans, die dritte Episode ist schon 60% fertig. Und dann dieser Zettel. Merkwürdig, oder? Als wollte uns jemand warnen. Eben. Jonathan lebt. Seltsam, es konnte doch niemand wissen, dass wir dort vorbeifahren. Aber wer könnte es gewesen sein? Euch warnen? Also, seltsam, es konnte doch niemand wissen, dass ihr dort vorbeifahrt. Aber wer könnte euch gewesen sein? Euch warnen? Ihr hättet darauf draufgehen können. Ja gut, aber wenn Ina nicht so dumm ist und gerade irgendwie ins Lenkrad greift, was ziemlich heftig ist. Ja, es ist alles so verrückt. Und das Schlimmste ist, wir müssen die Suche leider abbrechen. Zu Fuß und in Samus Zustand ist es zwecklos. Aber, es gibt ja auch noch gute Nachrichten, ne? Wir haben da hinten im Haus, wir haben da hinten ein Häuser gesehen. Gucken wir durch. Alter, das sieht so ein bisschen aus wie bei wie hieß das Spiel noch? Unforgiven. So dieses schwedische Spiel mit diesen Irrlichtern und so ein Scheiß. Heftig. Sieht nach einem kleinen Dorf aus. Da gehen wir hin, nach einem kleinen Dorf. Das Mopi. Wir werden dorthin gehen und nach Hilfe suchen. Außerdem muss sich ein Arzt Samus Verletzung ansehen. Aber um diese Uhrzeit, ob dann noch jemand dafür zuständig ist? Tomji, gib uns bitte sofort Bescheid, wenn du irgendetwas von den anderen hörst. Und sag ihnen, dass es uns sehr, sehr leid tut. Okay, bitte bleibt erreichbar.
Halte ich für ziemlich wichtig gerade. Amber, tatsächlich. Okay, ich habe gerade keine Lust mit Amber oder ja, mit Amber zu reden. Deswegen, Kinderchen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde versuchen, morgen noch eine rauszubringen. Dann bin ich erstmal in Urlaub, aber auch nicht lange. Und dann geht's wieder weiter. Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli Müsli.